Hallo allerseits. In diesem Video werde ich zeigen, was zu tun ist, wenn Ihre Festplatte einfriert, fehlerhaft ist oder im BIOS nicht mehr erkannt wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Und wenn während seiner Arbeit die folgenden Probleme auftreten? Er beginnt zu beschleunigen und stoppt plötzlich und hört dann, als ob er klickt oder quetscht, wenn er Dateien von einer Festplatte auf eine andere überträgt oder wenn er Fotos und Videos öffnet, der Computer friert ein blauer Bildschirm wird angezeigt oder das Betriebssystem startet nicht. Wenn die Festplatte ziemlich alt ist, überprüfen Sie die Platte visuell. Und wenn Sie hier oxidierte Kontakte sehen, kann Ihnen die folgende Methode wahrscheinlich bei der Lösung solcher Probleme helfen. Zuerst müssen wir die Platte abnehmen. Sie können dies tun, indem Sie diese vier Schrauben herausdrehen. Dazu benötigen Sie jedoch einen speziellen Schraubendreher T6 oder T7. Wenn es sich um eine Festplatte eines Laptops handelt, kann die Platte mit einer großen Anzahl von Schrauben verschraubt werden. Das Prinzip der Platinen ist jedoch ähnlich, so dass diese Methode für alle großen und kleinen Festplatten geeignet ist. Wenn Sie sie abgeschraubt haben, können Sie sicher die Platte ziehen. Haben Sie keine Angst, Sie werden nichts beschädigen. Wenn Sie natürlich alle Befestigungselemente abschrauben. Drehen Sie die Platte um. Es gibt zwei Gruppen von Kontakten. Diese versorgen den Festplattenmotor mit Strom, aber diese Kontakte sind genau das, was wir brauchen. Sie sind für die Datenübertragung verantwortlich. Wie kann man eine Festplatte reparieren? Im Laufe der Zeit können Sie oxidieren, was sich wiederum auf die Festplatte auswirkt. Hier ist wie in meinem Fall die Kontakte stark oxidiert sind und die Festplatte zu spinnen begann und danach das System aufhörte zu laufen. Um diese Oxide zu entfernen, müssen Sie einen Radiergummi nehmen und gut reiben. Wenn dies nicht hilft, nehmen Sie ein Wattestäbchen und etwas Alkohol. Befeuchten Sie die Watte und wischen Sie die Kontakte gründlich ab. Bei Staub können Sie die Platte sogar vollständig abwischen. Keine Angst, Alkohol löst hier nichts auf. Wenn die Kontakte stark oxidiert sind und nicht gewaschen werden, gibt es eine andere Möglichkeit, Oxide zu entfernen. Nehmen Sie zum Beispiel die Polierpaste, geben Sie die Goldpaste auf eine Watte und wischen Sie sie gut ab. Oder bringen Sie den Datenträger zum Dienst, wo Sie im Wesentlichen das gleiche Verfahren ausführen. Nach dem Wischen können Sie die Platte festschrauben. Schließen Sie nach dem Zusammenbau das Laufwerk an, den Computer an und überprüfen Sie dessen Funktion. Eine weitere häufige Fehlerfunktion von Festplatten besteht darin, den Laserkopf der Festplatte zu beschädigen. Wenn die Festplatte im BIOS nicht erkannt wird, im Gerätemanager nicht sichtbar ist, Quietschgeräusche macht und die Drehung der Platten nicht hört, ist dieses Festkleben höchstwahrscheinlich aufgetreten. Die Ursache kann häufig ein Tropfen auf der Festplatte, ein Schlag, ein falscher Druck im hermetischen Block und ein plötzliches Herunterfahren des Computers sein. Infolge dieser Gründe hat der Laserkopf der Festplatte keine Zeit zum Parken und haftet an der Oberfläche des Platters und ohne physischen Eingriff wird er nicht länger geparkt. Das Anhaften des Laserkopfs wird fast immer von einem unverwechselbaren Klang begleitet. Der Sound erinnert an kurze, sich zyklisch wiederholende Spikes. Um den Festplattenkopf zu parken, müssen Sie den
Armblock zerlegen. Dazu schrauben Sie die obere Abdeckung der Festplatte ab. Verwenden Sie dann eine Pinzette oder einen Schraubenzieher und drehen Sie die Spindel vorsichtig in die richtige Richtung. Drücken Sie dabei den Laserkopf nach und nach in Richtung des Bakens. In welcher Richtung die Spindel gedreht werden soll, lässt sich durch Scrollen und Betrachten den Kontakt des Kopfes ziemlich genau bestimmen. Sie sollten nicht angespannt sein. Wenn Sie in diese Richtung weiterdrehen, reißen die den Kopf ab. Normalerweise ist es die richtige Richtung, gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, aber es gibt Ausnahmen. Diese Methode eignet sich für die Datenwiederherstellung als vollständige Reparatur, sollte sie jedoch nicht in Betracht gezogen werden, da in solchen Fällen eine solche Festplatte für längere Zeit nicht funktioniert. Dies kann schnell passieren. In einigen Fällen sind Festplatten nach einer solchen Reparatur noch lange funktionsfähig. Es lohnt sich jedoch nicht, sie für zuverlässig zu halten. Versuchen Sie beim Öffnen, das Eindringen von Staub in das Innere so gering wie möglich zu halten, da dies seine Arbeit negativ beeinflusst. Wenn die Informationen nicht wichtig sind und es keine Lust gibt, in der Werkstatt eine Menge Geld zu bezahlen, gibt es im Prinzip nicht sehr viele hochqualifizierte Labors. Und Sie sind sicher, dass der Kopf in Ihrer Festplatte anhaftet. Was Sie nur sehen können, wenn Sie die Armblock öffnen, können Sie auf eigene Faust versuchen, den Kopf zu parken. Wenn Sie sich jedoch auf keinen Fall für die Informationen auf der Festplatte interessieren, sollten Sie den eigenen Bereich der Festplatte nicht öffnen und versuchen, die Köpfe ohne spezielle Ausrüstung und entsprechende Fähigkeit zu lösen. Tun Sie dies, ohne die Aufhängeköpfe zu beschädigen, und die Oberfläche ist fast unmöglich. Das Eindringen von Staub aus der Haushaltsluft, selbst in die sauberste Wohnung, selbst bei erforderlichem Ablösen der Köpfe, beschleunigt die Bildung von Kratzern auf der Oberfläche erheblich, wodurch es unmöglich wird, Daten selbst im Labor wiederherzustellen. Bevor Sie mit diesem Verfahren fortfahren, sollten Sie sich daher Gedanken machen. Und das ist alles. Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal und falls Sie Fragen haben, stellen Sie die in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.